Tag, mein Name ist Kai Stuckenbrock. Ich bin hier bei Standard & Poor's, der Teamleader für Sovereign Ratings in den Bereichen CIS, Gemeinschaft unabhängiger Staaten und dem Nahen Osten. Heute möchte ich kurz sprechen über Standard & Poor's Bestätigung des Ratings der Russischen Föderation. Wir haben am 27. Juni die Ratings der Russischen Föderation bestätigt, das heißt, dass dreifach B langfristige Fremdwährungsrating, dass dreifach B plus langfristige Lokalwährungsrating und das A2 kurzfristige Lokalwährungsrating. Wir haben außerdem zur gleichen Zeit das kurzfristige Fremdwährungsrating angehoben von A3 auf A2. Diese Anhebung resultiert aber im Wesentlichen aus einer Kriterienänderung, die Kurzfristratings an die Langfristratings bindet und ist daher nicht zu verstehen als eine grundsätzlich andere Einschätzung unsererseits der Kreditwürdigkeit oder der kurzfristigen Kreditwürdigkeit Russlands. Die Bestätigung des russischen Ratings reflektiert im Wesentlichen die Stärken und die Schwächen, die wir in der Russischen Föderation sehen. Zu den Stärken gehören auf der einen Seite die Net Asset Position, in der sich die Gesamtregierung befindet. Das heißt also, die liquiden Assets übersteigen die Verbindlichkeiten. Und auf der externen Seite die ebenfalls netto Gläubigerposition, in der sich der gesamte russische Staat befindet. Das heißt, die externen Assets der Russischen Föderation insgesamt übersteigen die externen Verbindlichkeiten. Auf der Seite der Schwächen sehen wir vor allen Dingen die Abhängigkeit der russischen Wirtschaft, aber auch der öffentlichen Finanzen von Commodities, insbesondere vom Ölpreis. Und darüber hinaus aber auch die Schwäche der sowohl wirtschaftlichen als auch politischen Institutionen im Land, die zum Beispiel ein nicht unwesentlicher Hinderungsgrund für stärkeres Wirtschaftswachstum in der Russischen Föderation sind. Im Nachgang zu den Parlamentswahlen und den Präsidentschaftswahlen in Russland erwarten wir keine wesentliche Änderung der Politik und der Wirtschaftspolitik. Wir gehen weiter davon aus, dass Reformen und dass Strukturreformen eher schleppend kommen werden, so wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, dass wiederum die bereits angesprochenen Hindernisse für schnelleres Wirtschaftswachstum, für eine schnellere Diversifizierung der Wirtschaft nach unserer Erwartung weiterhin nicht besonders aggressiv oder schnell angegangen werden. Bei den öffentlichen Finanzen stellen wir fest, wie eben auch schon angedeutet, dass die öffentlichen Finanzen vor allen Dingen anfällig bleiben gegenüber Ölpreisänderungen. Einer Studie nach, die wir im März diesen Jahres gemacht haben, führt eine Änderung im Ölpreis von $10 zu einer Veränderung der gesamtstaatlichen Einnahmen in Höhe von ungefähr 1,4% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, Ölpreisschwankungen können relativ schnell starke Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen haben. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass in diesem Jahr, in 2012, die öffentlichen Haushalte insgesamt nur in einem ganz schmalen Defizit sein werden, nachdem sie im vergangenen Jahr einen Überschuss von 1,6% vom BIP erwirtschaftet haben. Wir erwarten weiterhin, dass dann in den kommenden Jahren das Defizit graduell ansteigt auf schließlich 1,5% vom BIP in 2015. Diese Annahme oder diese Vorhersage basiert auf unserer Annahme, dass der Ölpreis trotz des gerade gesehenen Falls im Durchschnitt für 2012 und auch in den Folgejahren ungefähr $100 betragen wird. Aus unserer Sicht ist die russische Wirtschaft heute in einer deutlich besseren Situation, mit Ölpreisschocks umzugehen. Das heißt, sowohl die Ungleichgewichte, die wir vor 2008 gesehen haben, wie auch den Kreditboom in dieser Phase, die damalige Krise deutlich mitbestimmt haben, sehen wir heute
sehen wir heute eher nicht. Wir sehen weiterhin auf der positiven Seite, was ebenfalls vor 2008 nicht der Fall war, einen deutlich flexibleren Wechselkurs, den die russische Zentralbank eingeführt hat und das Band, innerhalb dessen der Wechselkurs sich frei oder sehr relativ frei bewegen kann, ist in den vergangenen Jahren auch immer weiter geweitet worden. Und das gibt aus unserer Sicht mit der russischen Flexibilität einen gewissen, der russischen Wirtschaft einen gewissen Puffer, um sich gegen externe Schocks zu wappnen. Unserer Meinung nach zum Beispiel der gegenwärtige Ölpreisverfall, den wir in den letzten 6 Wochen gesehen haben, unterstreicht das nochmal. Der Ölpreis ist also seit Anfang April um ungefähr 25% gefallen. Im Gegenzug ist aber auch der Rubel gegenüber dem Dollar um knapp die Hälfte dieses Betrags, also 12 bis 13% gefallen. Was bedeutet, dass in Rubel der Ölpreisverfall nur ungefähr die Hälfte des Ölpreisverfalls in Dollar war. Das unterstreicht wiederum den Puffer, den also der Wechselkurs bietet. Und das heißt, der Einfluss eben auch des Ölpreisverfalls auf die öffentlichen Finanzen ist hierdurch deutlich abgepuffert. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine Sache schwächer im Vergleich zu 2008, die fiskalischen Puffer, die man hatte. Damals hatte man einen großes Haushalt, einen großen Haushaltsüberschuss. Und die Reserven des Gesamtstaates waren deutlich höher. Die sind heute natürlich niedriger, weil in den vergangenen Jahren eben durch die antizyklische Haushaltspolitik ein Großteil davon aufgebraucht wurde. Wenn wir auf die nächsten Jahre hinausschauen, der Ausblick auf das russische Rating im Augenblick ist stabil. Das heißt, wir sehen eine sozusagen ausgewogene Risiken und Chancen. Faktoren, die uns dazu bewegen könnten, das russische Rating herabzustufen, sind vor allen Dingen, wenn die Defizite der öffentlichen Haushalte, die wir erwarten, übertroffen werden, sei es zum Beispiel, weil der Ölpreis deutlich nachhaltiger oder deutlich stärker verfällt, als wir das gegenwärtig erwarten. Oder sei es aber auch, weil die Ausgaben der öffentlichen Haushalte deutlich gesteigert werden, was ja zum Beispiel ein Charakteristikum der Haushaltspolitik in Russland über große Teile des vergangenen Jahrzehnts gewesen ist. Wir könnten das Rating erhöhen auf der Gegenseite, wenn die Regierung beginnt, Strukturreformen einzuführen, die zum einen die Diversifizierung der russischen Wirtschaft und damit die Unabhängigkeit von zum Beispiel Öl vorantreibt und auch Reformen, die das Wachstum der russischen Wirtschaft anregen würden. Ebenso würden wir positiv sehen, eine Haushaltspolitik, die es schafft, dass die Haushalts- oder die Budgets über den Ölpreiszyklus auszugleichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und das beendet diese Ausgabe von Credit Matters TV.